Freunde! Oh Gott, wir müssen ins Haus! Okay, okay! Lauft, lauft, lauft! Los, Leute, kommt! Der ganze Gott! Portal ist ganz oben im Haus. Okay, okay, okay. Lauf, der ist direkt hinter uns, der ist direkt hinter uns. Kommt, Leute. Okay, okay, okay. Okay, alle rein da, alle rein. Okay. Ihr geht als. Ich warte hier. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Leute. Palle. Birgi? Palle, bitte. Birgi! Du musst. Ah! Du musst laufen! Nimm das hier, bring das zu Professor Enze. Und jetzt geh! Ich versuch. Birgi, nein! Komm doch mit! Palle! Geh! Birgi! Jetzt! Oh. Oh. Leute? Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Hier unten. Alter, wo sind wir hier? Ich sehe hier überall Xarots Wachen. Wir sind nicht da, wo wir rauskommen sollten eigentlich. Warte mal, sind wir hier? Wir sind innerhalb der Mauern in dem Schloss. Hi! Geht's euch allen gut? Ja, uns geht's gut. Wir sollten aber eigentlich bei Labor 69 rauskommen. Leute, lass uns mal kurz hier in die Ecke gehen, wo uns hier niemand... Oh Gott, überhaupt nicht auffällig. Alter Schwede. Ja, wir haben Tarnfarben, man kann uns nicht sehen. Ja, wir sind unsichtbar. Wir sind förmlich unsichtbar. Ey, wir müssen irgendwie aus dem Schloss rauskommen. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht mehr. Ich bin hinter dem Gras. Ich dachte eben schon, ah, geil, ein Bug, aber es ist einfach... Du bist der Busch? Ja, ich bin der Busch. Guck mal, ich mach Photosynthese. Oh, es ist aber Nacht. Du stirbst. Oh Gott! Du stirbst. Kommt ihr durch, Leute. Ja. Okay, Squad. Das Glasrecker. Wir müssen hier irgendwie raus. Wir müssen irgendwie zu unserem Dorf kommen. Ich glaube, irgendwie hier in die Richtung müssen wir uns durchkämpfen. Okay, Argana sind auch immer noch im Schloss. Das bedeutet, Pingling kann eigentlich auch nicht weit sein. Okay, Leute. Überredet ja da, Maudado. Warte mal, der Argana... Warte mal, der Argana hat 300 HP. Oh, Vorsicht. Könnten wir denn vielleicht... Kommt der? Kommt der? Nee. Ich sehe sein Schwert. Der guckt hier. Ich sehe ihn, wie er hier rumwandert. Der läuft einmal rum. Oh Gott! Der läuft rein. Oh Gott! Baller die weg! Baller die weg! Batz! Oh, der hat was getroffen! Blut! Ja! Oh, du hast eine Weapon Case Box! Ja! Oh. Und? Und? Was ist das? Ich will sagen, eine Scheiß Plastikschwert. Wie sich auch alle auf den Loot gesteuert. Das war's gerade. Was meinst du? Da war du. Kannst du eine Wein machen? Oh. Als Manu Mann! Wieder. Willst du doch gar nicht. Oh oh. Ich seh ein Schwert hier hinter dem Baum. Ja? Ist erstmal ein Snickers. Wie so ein Snickers? Alter, ich bin jetzt ein. Guck, wollen wir nicht lieber hier hinten raus? Ich treffe ihn nicht hinter dem Baum. Oh Gott, wer bewirft uns? Ja, warte. Wir müssen hier vor. Ah, okay, oh Gott, Gott sei Dank habe ich nicht geschossen, das ist einfach nur irgend so eine Dame. Oh, ich hab die ganze Zeit drauf geschossen. Vorsicht! Da, einer kommt! Oh Gott. Alter, Feuer. Ist die Waffe laut! Egal, Boots drauf! Gott, die hören uns doch alle. Nee, die sind drauf. Nee. Das sind Tarnschüsse. Müssen wir hier echt die Gesamtlautstärke ein bisschen runterregeln? Der ist ja absurd laut. Okay, weiter ballern! Spray den nieder! Junge, bitte trifft denn keiner von euch? Ich seh euch drei da mit AK 7 Magazine rauskloppen und der steht da. Aber ich hab auch wie so ein Lauch getroffen. Ich hab noch ganz viel Munition. Okay. Squad hinter mir vorrücken. Immer schön vorrücken. Oh, da ist eine Wache. Der hat wieder Loot verloren. Oh nein! Ach Mann! Hey, warte. Oh, das und? Ist guter Loot. Was ist das? Was ist da? Und? Na, ja, hier. Noch ein Schwert. Ach, das ist Lila, das kann Zombie haben. Ich hab Mooskuchen. Lecker. Oh, guten Appetit. Okay, ganz ruhig, Leute. Ah, oh, dieser Regen. Ja, die okay, da vorne. Hä? Der gibt den Regeneration 3? Oh, lecker. Die haben 3000 AP, mit denen sollten wir uns jetzt nicht unbedingt anlegen. Oh, ach, das nur 300, oder? Ne, die Argana haben nur 300, aber Xarots Wachen haben 3000. Also das könnte ein bisschen problematisch werden. Wir gehen hier einfach an den Köpfen vorbei. Ich wollte gerade sagen, hier sind ein paar Leute scheinbar gestorben. Ja, Xaroth hat eine Schränks. Stimmt, ihr wisst ja gar nicht eigentlich, wisst ihr eigentlich, wer Xaroth ist? Nee, ich habe Maudado vorhin schon gefragt, ob er was weiß, aber er konnte mir auch nicht weiterhelfen. Xaroth ist ein richtig mieser Typ. Der hat sich mit Schmecker zusammengetan.
Und die haben Claudia entführt. Das ist Eckers Frau. Und wir natürlich. Seit mittlerweile Monaten versuchen wir, Claudia zu befreien. Und ich glaube, dass wir es bald schaffen werden. Ich glaube, sie ist tot. Oh Gott! Was? Manu, wo ist Manu? Manu, komm mal her. Komm, Squad, bleib da. Manu, komm mal kurz hier zur Seite. Manu. Hallo? Manu, hier. Manu, mir ist in letzter Zeit aufgefallen. Du hast, du hast ein paar Probleme, oder? Edgar. Manu, reiß dich zusammen. Wir müssen raus aus der Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Wir müssen hier überleben. Edgar? Oh Gott, das ist alles verloren bei ihm. Guck mal, es regnet. Ich glaub, umso länger meine Klone hier bei Freedom dabei sind, umso mehr rasten sie aus. Edgar. Du kriegst eine Karotte. Deine Karotte, du bist doch Edgar. Edgar ist Karotte. Stimmt. Geil. So, und du kriegst noch eine Karotte, wenn wir hier draußen sind. Wenn du nicht gut bist. Guck mal, Maudado ist der GLP-Flüsterer. Der weiß, wie man mit ihm umzugehen hat, ey. Warum hast du Karotten? Ich hab das ist ein Schokobo. Was zu essen mit auf die Reise genommen und hier Professor Ente hat gefragt, was willst du? Und dann habe ich gesagt, lecker Karotten. Lecker Karotten. Für meine Augen. Ja, denn das ist gesund. Okay, Vorrücken. Seid ihr eigentlich noch hinter? Ja, perfekt. Ja. Locker. Okay, hier rein. Zack. Hat jemand eine Axt oder so? Ich habe eine Axt. Okay. Habe ich ausgepackt, aber war wahnsinnig schlechtes. Zack. Gehen wir hier durch. Erstmal. Ach, Mann. Okay, perfekt. Manu hat eine Axt. Was zur Hölle? Ja. Oh, Vorsicht, das ist Agana, Vorsicht! Wo denn? Auf der linken Seite. Ich seh's. Genau, mach die Fenster. Der kommt jetzt auch nicht. Ich kann dich von hier nicht treffen. Können wir da durch? Mehr Löcher machen, Manu? Ja, Vorsicht, ich geh runter. Okay, ich geh hier rechts ran. Baller ihn weg! Zugriff! Ich gehe rechts rum. Bullet Spamming. Genau, spam die zu. Der muss down gehen. Sauber! Oh, das ging schon wesentlich schneller. Ja, diesmal haben wir mehr getroffen. Echt, das war diesmal echt nice gemacht. So, Maudado, du bist unser Glücksbringer. Hier ist ein Weapon Case. Bring uns Glück, bring uns ein gutes Schwert. Manu, wie so ein Geier! Hoffentlich 300 Euro Knife. Ist hier noch einer? Ja, da ist einer! Oh Gott! Das hat aber einen Farbverlauf, das kann ich verkaufen auf Team. Oh, ich hab nur noch 5 Herzen, ich zieh mich kurz zurück. Nein! Ich bin zahm. Scheiße. Hier, 11 Damage. Vorsicht! Oh Gott! Sorry Leute, an der ungünstigsten Stelle ist hier gerade mein Minecraft abgerasselt. Habt ihr ihn? Nee, ich hab's nicht aufgehoben. Was? Wieder denken alle nur an den Loot. Ach komm. Mooskuchen. Hier, komm. Oh, ich pack zwei gleichzeitig aus. Ich hab sogar Mooskuchen hier. Alter, ich hab ein rotes Schwert. Ja? Wie viel Attack Damage? Und eins mit 9 und eins mit 7. Ach, bah. Okay. 13 wäre geil. Oh, nicht traurig sein. 13 wäre echt nice. Okay, Leute. Weiter vor. Die sehen hübsch aus. Wir müssen zum Dorf. Cameron! Nee. Cameron Diaz? Jamie, die Waffen. Oh, hallo. Die sieht genau aus. Oh, hallo. Wie meine Frau. Was ist mit ihren Augen los? Hat die keine Augen, deine Frau? Vorsicht, von der rechten Seite kommt wieder ein Agana. Aber da sind Zivilisten im Weg. Nicht schießen. Du musst mir aufpassen. Oh. Sag ihm das. Präzise Schüsse. Genau, präzise Salven, Leute. Oh Gott, er versteckt sich hinter der Geißel. Okay, ich komme von der anderen Seite. Ich baller ihn da raus. Oh. Er fliegt. Ich habe ihn aus der Dimension geschossen. Lebt er noch? Okay, der lebt. Der will uns nicht mehr, oder? Er ist da oben. Okay, der muss aber down gehen. Kommt. Jeden, den wir jetzt töten, müssen wir später nicht mehr wegrocken. Okay, wo ist er? Ist er tot? Nee. Ah, jetzt hier unten. Oh Gott, hier muss ich mal kurz. Vorsicht, Manuel. Zack, sauber. Sehr gut. Nein, mein Inventar ist schon wieder voll. Oh, Scheiße. Auspacken. Cameron, hoffentlich werde ich gleich zu dir zurückfinden. Okay, Leute, kommt mit. Warum sind die denn alle mit 7 Schaden? Irgendwie einen Weg finden, wo wir komplett rauskommen. Warte mal, wir gehen mal hier längs. Vielleicht sind hier keine Wachen. Warte, du hängst uns ab. Achso, oh Gott, lass deinen Squad nicht zurück. Ja, mein Squad ist ein lootgeiler Haufen. Edgar. Die wollen alle nur die Case boxen, weißt du? Okay, gut. Ja, die Welt ist faszinierend, in der wir erschaffen wurden. Oh, das wieder eine Wache. Ja, es ist eine sehr schöne Welt. Ist ein bisschen anders als diese Horrorwelt,
wo Birgi uns alle zwei Minuten verfolgt hat. Und naja, also eigentlich ist ja auch alles bisher feindlich, ich weiß nicht. Ach ja, übrigens, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, aber Birgi ist tot, Leute. Was? Was? Hast du ihn umgebracht? Nein, habe ich nicht. Nein, er hat sich, er hat mir hier so ein Reagenzglas gegeben. Natürlich. Ich weiß nicht, was er... Klar, Squad! Zeig! Hier! Hier, zeig! Ich könnte euch da nicht... Weiß. Oh! Nein! Das, wer weiß, was da drin ist? Schmeckt Birgi gut? Ja, jetzt, ne? Hier ist der Rest. Hier ist der Rest. Okay, Leute, dann lasst uns weiter. Was mit... Achso, ja, der stimmt, der hat sich selbst in die... Okay, lasst uns weiter. Nee, der hat sich selbst in die Luft gejagt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Klar, von alleine. Leute, was? Ich schwöre. Dann hast du seine Reste in ein Glas gefüllt, oder? Nein, er hat mir das Reagenzglas gegeben. Er ist ja, war ja so ein bisschen schizophren. Es gab den guten Birgi noch in ihm, aber er wusste halt, dass der böse Birgi uns hier auch alle noch verfolgen würde. Und dann hat er sich weggesprengt. Rest in peace. Birgi kommt hoffentlich wieder. Rest in peace. Wir wissen nicht, was in diesem... Xarots Waffen. Was in diesem Reagenzglas ist, aber vielleicht... Er meinte, Professor Ente weiß, was man damit machen muss. Oh Gott. Hallo, Mr. Wache. Müssen wir zurück. Oh. Ist es noch weit bis Professor Ente? Nee, wir sollten bald sollten wir auf jeden Fall beim Dorf sein. Warte mal, kommen wir hier? Ich glaube, hier könnten wir sogar... Oh, hier sind noch ein paar Wachen. Aber ich glaube, ihre... Oh, oh. Okay, Leute, einfach auf drei laufen wir los. Drei, okay. Zwei, eins. Los. Einfach durch. Ich bin hinter dir, lauf. Ich auch. Lauf. Ich schütze dich. Gott. Oh. Also, du wolltest mich boosten. Ja. Ah, guck mal, ich hab hier auch auf einmal auch wieder so ein komischen Helmchen. Ich bin Lord Helmchen, guck mal. Wieso hab ich denn das, wenn ich wieder in der Dimension bin? Man kann es mit Boosten auch übertragen. Guck mal hier. Sauerstoff. Nee, ich hab hier plötzlich wieder meine Sauerstoffrüstung. Ich muss hier mein Helmchen mal absetzen. Ja, sollen wir Maudado, denn Manu und ich sind auch extravagante Weltraumpiloten. Wir waren schon auf dem Jupiter, auf dem Merkur. Auf Habt der ihr uns Erde. Was mitgebracht? Nein. Ja, eine Karotte hier. Oh, Marsstein? Ich hol mir einen neuen Squad, ich geh jetzt. Nein! Zombie, warte! Ja. Da stand mein Name drauf. Zombie, warte! Ich wollte gerade sagen, mit einer Waffe auf mich zählen und Zombie, warte, ist nicht so freundlich. Wir brauchen dich. Na gut. So, warte mal. Schnell überredet. Ach, diese Klone werden auch von Tag zu Tag dümmer. Oh, sorry, Leute. Hä? Was hat er gesagt? Welche Klone? Okay. Kommt mit, Leute. Schokobo. Guck mal, das ist aber eine richtig hübsche Straßenlaterne. Ja. Das ist generell hier sehr, sehr schön. Ja, die habe ich designt. Hier hat Manu übrigens mal Kate versteckt. Erkennt man direkt. Was? Ja. Kate. Dein Turmhaus. Stimmt, Kate kennt ihr ja auch gar nicht. Kate war eine sehr, sehr komische Person. Wir kennen nur das komische Hühnchen, was uns aus dem Kasten geholt hat. Ja, genau. Da gibt's. Nee, das ist ja Professor Ende, ist der Professor. Und es gibt General Dieter. Der ist sozusagen Oberbefehlshaber unserer Streitmächte. Ein mindestens 7-Sterne-General. Mensch, wie weit ist denn das? Mit dem Chocobo war das nie so weit. Seid ihr noch da? Ja, alle da. Ja. Ist so schön, wie so alle hier in so einem richtigen Squad laufen hier so schön alle mit den KSK-Matten auf dem Rücken. Ja, mit geklauter Rüstung von irgendeinem Militärlager. Ja. Nehmen wir mal mit. Boah, ich hatte gerade einen. Ich habe Blumen gepflückt, des Todes. Wir alle. Das ist ja skandalös. Aber wir sollten. Da! Leute, da sind die Mauern! Home sweet home! Home sweet home, Freedom. Meine Damen und Herren. Freedom! Freedom heißt der Ort? Freedom heißt das gesamte Land. Wir haben eigentlich noch gar keinen richtigen Namen für unsere schöne Stadt. Wir nennen sie eigentlich immer das Dorf. Das Dorf, okay. Boah, und schon wieder so ein Ruckler. Epischer Name. Ja. Ja. So, meine Damen und Herren, bevor wir das Dorf betreten. Stellen wir uns doch mal auf. War ich schon drin. Für ein Gruppenfoto. Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Freedom. Wir haben es sicher aus Xarots Schloss geschafft. Müssen jetzt mal gucken, was denn jetzt überhaupt los ist. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was ist mit Iggy? Was ist mit General Dieter und Professor Ente? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vergesst nicht, bei
meinem Squad vorbeizuschauen. Bei Zombie, bei Maldado und bei German Let's Play. Die sind alle drei unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut bei ihnen vorbei. Morgen um 14 Uhr geht es weiter. Und dann haut rein.